We wish you a Merry Christmas from Nuremberg. Muchas felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para toda la familia española y todos los españoles. Kveðja til fjölskyldu og vina frá Nuremberg til Íslands. Takk. Viele Wörter und eine Bedeutung. Eigentlich ganz leicht, wenn man die Sprache eben versteht. Abhilfe bei möglichen Schwierigkeiten sollen Sie schaffen. Sogenannte Sprachcafés. Ich bin Regina. Ich komme aus Deutschland, auch wenn total viele Leute denken, ich komme aus Spanien oder auch sonst woher oder so, weil ich fast immer irgendwelche anderen Sprachen spreche. Und ich komme gerne hierher, einfach um verschiedene Leute zu treffen, verschiedene Sprachen zu sprechen. Seit einem halben Jahr ist Regina jetzt bei Mein Nürnberg Language Exchange dabei. Der Chris begrüßt einen eigentlich immer persönlich. Das ist auch ganz cool, egal ob man ihn halt schon kennt oder ob man neu ist. Dann kriegt man das Namensschild und ja, kann da halt auch draufschreiben, was man für Sprachen sprechen möchte. Und dann sagt er meistens auch schon, ach ja, da ist schon der spanische Tisch, da ist der italienische Tisch und fragt auch oft, ja, was möchtest du denn heute für eine Sprache sprechen? Und ja, stellt einem auch Leute vor, wenn man zum Beispiel noch niemanden kennt. Regina spricht Englisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch und will auch ihr Französisch weiter verbessern. Im Sprachcafé ist sie damit genau richtig, denn an jedem Tisch gibt's hier eine andere Auswahl. Ganz grob haben wir so ein Drittel Deutsche, zwei Drittel Ausländer. Und die häufigsten Sprachen oder die größten Tische, der größte Deutsch-Englisch natürlich, dann kommt Deutsch-Spanisch, Deutsch-Französisch, danach meistens Deutsch-Russisch schon als Viertel, weil Nürnberg ist neben Berlin die Stadt mit den zweitmeisten Russischsprachigen in Deutschland. Und dann haben wir noch Deutsch-Italienisch, Deutsch-Portugiesisch, das sind eigentlich gut immer Leute da. Und auch als Exoten haben wir auch mal Türkisch, Chinesisch oder so, Arabisch. Das Prinzip ist also ganz leicht. Muttersprachler werden mit Sprachbegeisterten an einen Tisch gebracht. Die Leute tun sich leichter, weil hier ist kein Lehrer, der einen korrigiert oder so. Es ist locker. Und hier kann man Fehler machen, aber man kann diese Sprache ausprobieren. Und der Muttersprachler gibt einem ja dann ein Feedback und spricht auch mit allen. Und dadurch kommt man so spielerisch auf ein höheres Niveau. Jede Nation ist willkommen. Kontakte schließen sich hier ganz nebenbei. Und aus allen Richtungen sind die unterschiedlichsten Sprachen zu hören. Wir haben immer viele verschiedene Leute. Und jedes Mittwoch haben wir 20 bis 25 neue Menschen. Die kommen, die möchten Deutsch lernen oder andere Sprachen. Denn wo es Multikulti zugeht, da treffen eben verschiedenste Kulturen und Überzeugungen aufeinander. Möglichen Spannungen wird beim Stammtisch mit einem schlichten, aber effektiven Mittel entgegengewirkt. Mit Gesprächen. Ich finde, das ist eine total große Bereicherung, einfach so die Kultur oder die Mentalität von Menschen aus verschiedenen Ländern kennenzulernen. Also jeder bringt da irgendwie eine andere Geschichte mit und einen anderen Hintergrund. Und ich finde das dann total interessant, sich miteinander austauschen zu können. Wie Regina vor einem halben Jahr dürfen Neugierige jederzeit dazustoßen. Eine Anmeldung braucht's nicht. Jeden Mittwoch ab 6 wird's in der Bahn Nürnberg bunt. Dann kann beim nächsten Austausch im Urlaub oder auch im Beruf eigentlich nichts mehr schiefgehen. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Boldog Karachoni. Счастливого Рождества и веселого Нового года. Eid Fasah Majid. Kul aam wa antum khair.